Hallo und herzlich willkommen zurück bei den Amüsiertabletten mit eurem Crunchcow und einem angezockt Video. Und zwar hat die GameStar vor nicht allzu langer Zeit mal betitelt, dass Star Conflict neben Star Citizen ja total untergehen würde. Und Star Conflict eigentlich auch ein Spiel ist, was man sich mal angucken kann. Okay, gesagt, getan. Ich bin jetzt hier im Hauptmenü, ich bin aufs Spielen gegangen, habe mein Konto von Gaijin Entertainment, wir sollten den Leute von War Thunder bekannt sein, importiert und kann mich jetzt einer Seite anschließen. Jetzt kann ich mir was aussuchen, aber was nehme ich denn? Und kann jederzeit wieder geändert werden. Ach, dann will ich das Empire. Klingt schon mal cooler. The Emperor greets you, Mercenary. Oh mein Gott, was passiert hier? Tutorial. Tutorial ist immer gut. Ich kann mit meiner Maus. This is your captain speaking. It's time to start a brief ship control course. Follow the instructions on screen. Okay, ich habe nicht mal hingeguckt, aber hey, was soll's? Okay, Q und E, damit kann ich 180 Grad drehen, alles klar. Und W gibt man Gas. Und S benutzt man zum Umkehren. Ah, ich verstehe. Und hiermit kann ich sozusagen Art driften nach rechts und links. Nom, nom, nom. So kann ich auch wieder abbremsen. Alles klar, Gas geben, abbremsen. A, D, U, E, verstehe. Und mit Alt und Space. Boah, das liegt aber scheiße, wenn man mit WASD spielt. Komm mal, das kann man bestimmt verändern. Trainingsziel, to use missiles. Was denn? Ja. Okay, und jetzt? Wie kann ich das abschießen? So, dann kann ich das so abschießen. So kann ich auch zoomen. Alles klar. Wow. Er kriegt aber jetzt aufs Fressbrett. Oh, bremsen. Okay. Boah. So, ich konnte eins drücken und dann kann man da irgendwas Tolles machen. Das ist ja schon mal etwas. Ah, mit F kann ich ein bisschen schneller schießen. Achso, ich muss ihn nur erobern. Achso, ich brauche gar nicht drauf schießen. Ah, ich habe die erobert. So, okay. Ja, geilo. Hat so ein bisschen was von War Thunder im Weltall, also von allgemein. Ich hätte jetzt mal gesagt, so Richtung World of Tanks, Richtung Blieberpups. Es soll aber anspruchsvoller sein, aber ich bin mir nicht sicher, wie anspruchsvoll tatsächlich das werden kann. Ich konnte jetzt nur PvP andrücken.
Herkules. Mehr kann ich ja nicht machen. Wobei das so aussieht, als wären das jetzt Bots. Bereite dich auf die Schlacht. Attention all ships, battle stations! Yay! So, wir können ja erstmal die Barke da erobern. Da oben sind anscheinend auch Schiffe, die so ein bisschen stärker ausgerüstet sind als meine. Oder vielleicht zumindest schon mal krasser aussehen als meins. So, 750 Meter in die Nähe, ne? Excellent. We have taken the first checkpoint. So, da hinten geht's schon los. Enemy ship destroyed. One sucker down. Enemy ship destroyed. Das geht ja eigentlich ganz gut von der Hand, hätte ich jetzt gesagt. B erobert. Aber ich sollte vielleicht ein bisschen vorsichtig sein, was ich tue. Congratulations, boys. Bombs. Okay, das ging jetzt flott. Also mit der Maus steuert man auch generell seine Waffen so ein bisschen hin und her. Man fliegt halt, man steuert mit der Maus, wo man auch hinfliegen will. Man kann das jetzt auch über die sozialen Netzwerke posten, wie cool man hier war. Levelanstieg, okay. Man kann also auch mit dem Raumschifffahrer benutzen, um ein Schiff zu verbessern. Drücke Upgrade. Hier gibt es zwar kein Upgrade, aber Levelanstieg können wir drücken. Hauptwaffenschaden um 8% erhöht. Man kriegt auf die Hülle und Schild nochmal Punkte. Und auf die Überlebensfähigkeit auch nochmal Punkte. Waffen upgraden. Okay. Kann man raufdrücken, kann man Upgrade drücken. Verbraucht hier diese Credits oder ein so ein... Ich nenne es jetzt... Was ist das? Ich bin mir gerade nicht sicher. Es ist ein Upgrade-Kit. So ein Upgrade-Kit kann man sich bestimmt kaufen. Bin ich mir aber nicht sicher. Also wir machen es hiermit. Das sind Credits. Ja, das ist klar. Credits. Jetzt kann man nochmal mit diesen Dingens in die Schlacht. Wir gehen mal hier rein. Wir sind doch in der Region noch Europa zugeordnet worden. Wir gingen jetzt in ein PvP-Gefecht. Geschätzte Wartezeit 19 Sekunden, maximale Wartezeit 3 Minuten. Ja gut, das kriegen wir hin. Das sollte ja wohl noch gerade so passen. Anscheinend je höher man in den Stufen aussteigt, aufsteigt, desto eben andere kann man auch mit Maps spielen. Hätte ich jetzt zumindest so gesagt, so rein vom Erkennen her. Das dauert aber jetzt ziemlich lang. Gehen wir mal in die PvE-Mission. Okay. Das, Mercenaries, listen to my command. Our mission is to protect key facilities in the sector. Get going. Okay. Also das ging ein bisschen schneller, dann machen wir halt jetzt die Mission hier nochmal. Hier sieht man so ein bisschen wahrscheinlich die Map, so ein bisschen so als Überblick, wo man so lang fliegen kann. Hier A. Ist wohl die Barke, die es zu erobern gilt oder zu verteidigen. Verteidigen Sie die Kontrollstation. Oh mein Gott. Ich krieg euch alle. Aua, ich bin da irgendwo gegen geflogen.
Hier so die Raumschiff-Wracks. Man your positions. New enemy forces incoming. Ah, okay. Waffenüberhitzung. Power win. So richtig anspruchsvoll sind die Dinger jetzt hier auch. Hier so ein bisschen auf dem Kopf, das können wir ändern. Wo denn? Da. Irgendwo hier. Wow. So, kommen da noch mehr? Oh ja. Okay, also das war jetzt auch eine Mission, Verteidigung der Kontrollstation. Ja. Es soll auch irgendwas mit Schiff auswählen. Achso, seine Flotte zusammenzustellen. Ich kann jetzt hier ein Schiffsbaum, das kennt man ja auch alles. Select a different faction. Okay, dann gehen wir mal hier hin. Dann drücken wir mal den und kaufen den. Was haben wir denen dazu gekauft, ne? Lynx. Kann man die hier zum Beispiel... Okay. Belohnung, Kommandant. Alles klar, alles klar. Neue Module. Rang 2 erreicht. Alles klar. Okay, also mir erschließt sich jetzt natürlich noch nicht, wo jetzt der Sandbox-Möglichkeiten sind. Aber vielleicht muss ich mich auch einfach dafür ein bisschen mehr beschäftigen. Es scheint ja, als wenn hier dann so Hilfen mit dabei wären, die mir das auch alles ermöglichen, das zu individualisieren. Ich kann ja auch Individualisierung machen. Ich habe hier anscheinend Airbrushs, wo ich wahrscheinlich auch entsprechend einen War Thunder Airbrush mit dazu mir mal geholt hatte oder schon hatte. Kann die alle sich raufspülen und das kostet alles aber hier so 100 irgendwie so eine Währung, die ich nicht habe. Das müsste man sich wahrscheinlich alles wieder aufladen. Kennt jemand von euch Star Conflict? Wer von euch spielt Star Conflict? Habt ihr da irgendwie Informationen drüber? Was sagt ihr zu Star Conflict? Wonach sieht das erstmal aus? Vielleicht könnt ihr ja so ein bisschen Erfahrung teilen mit mir. Und einfach mal sagen, ob jemand aus unserer Community da irgendwie mit drin hängt in dieser ganzen Geschichte. Ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen. Euer Crunchcore. Bis dahin. Haut rein. Ciao.